Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kreuzwortknobel. Ich bin euer Host in der ganzen Sache und ich freue mich, dass ihr mal wieder da seid. Ich wünsche euch eine gute Unterhaltung und ich beginne. Ha, sowas aber auch. Es ist ein wunderschöner Tag und wir sind heute alle freundlich. Wir sind heute alle nett. Ja. Und wir kippen heute alle um. Aus irgendeinem Grund. Aber jetzt noch nicht. Honigbier. Natürlich, da kenne ich mich doch leider aus. Üble Pläne. Das hatten wir schon mal. Diesmal weiß ich es. Diesmal geht das ganz, ganz doll schnell. Okay, was haben wir als nächstes? Wir haben natürlich das Garn. Wir haben Nährmutter, das ist eine Amme. Umkippen, Kentern. Kentern ist hier gemeint. Fränkischer Hausflur. Fränkischer Hausflur. Erstmal anbauen ist, weiß ich noch nicht. Dossier, Ist ein Umschlag oder sowas in der Art. Verwandte, könnte die Tante sein. Und ist auch die Tante. So, die Epoche ist die Ära. Ist ja easy. Kleinbus ist ein Van. Van nicht jetzt, one done. Was? Egal. Kleines Feld im Garten ist natürlich ein Beet. Ja. Felderträge. Ernten anscheinend. Ansprache ist natürlich die Rede. Da ist ja von einer Rede die Rede. Gott anrufen hatten wir schon mal letztens. Das ist beten. Kein einziges Mal. Nie. Singstimme. Vokus. Nein, keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht. Kann auch gar nicht sein, weil nein wieder wahrscheinlich nö. Nö ist diesmal. Nö. NOE. Nintendo of Europe. Ist damit gemeint? Sag nö zu NOE. Oh mein Gott, das ist gemein. Japanischer Adelstitel. Oh ja, hatte ich letztens mal gelesen, aber dann machen wir erstmal die Athene hier rein. Gerade beim Judo. Also erstmal machen wir hier die Mähne. Die meinen die Mähne. Ah, da, jetzt weiß ich auch, was das hier ist. Musste da nicht letztens ein neuer bestimmt werden? In Japan? Ein neuer Tenno? Also auf jeden Fall, das ist deren so ein... Wie soll ich sagen? Womit könnte man das hier in Deutschland vergleichen? Ich möchte nichts Falsches sagen, deswegen lasse ich es lieber gleich. Aber auf jeden Fall, ich weiß, der Begriff Tenno wurde letztens auch mal irgendwo in irgendwelchen Nachrichten genannt. Flüssiges Fett ist natürlich Öl. Jungrind ist das Kalb. Ja, Schaumwein. Wieder viel zu viel. der Sekt. Ja, oder hier, der kennt man ja. Es gibt Leute, die ganz, ganz viel den Sex haben. Nein, den Sekt haben wahrscheinlich auch manche ganz, ganz viel. So, die Bewertung ist die Note natürlich, ja. Handarbeit. Könnte jetzt zum Beispiel Nähen heißen. Ja, tut es auch. Hassfurt, weiß ich noch nicht. Adams Frau. Vermutlich, also jetzt jeder, der Adam heißt, wird diese Frau als Frau haben, wie es aussieht. Wallis Frau. Eva! Markt im Orient ist natürlich der Bazar. So, HAS ist Hasswort, okay. Abneigung. Ich bin mir nicht sicher, ob es. Aversion, Aversion. Ich wusste doch, irgendwas war das in der Richtung. Aber gut, ging auf jeden Fall ganz gut. Könnte in sein? Nee, ist es nicht. Ins? Nein, auch nicht. Aber das E stimmt schon mal. Tonintervall, Tonintervall.
Ja, es gibt die Prime, Sekunde, Terz. Ja, Terz war's. Dann Quarte, Quinte, Sechste, Septime, Oktave. Das sind so die üblichen. Brotkante hatten wir ja mal. War. Moment, der Brotkanten? Im Zweifelsfall, also ich gehe jetzt einfach davon mal aus, ihr habt das auch noch in Erinnerung. Ich meine, es war das letzte Mal, als wir das hatten, war das Knast. Ich bin mir hundertprozentig sicher, das Wort war Knast. Und wenn es das nicht war, schreibt es bitte in die Kommentare, dann suche ich das gerne nochmal raus. Aber das ist ja, warum ist das jetzt auf einmal falsch? Also jetzt ist es auf einmal Knust. Okay, vielleicht gibt es mehrere Worte, die zufällig fast genauso sind, aber wow. Wow. Also, das ist jetzt. Jetzt gibt es auf einmal auch Knust statt Knast. Ich bin mal wieder sehr verwirrt von der ganzen Sache. Kurzform von Beate ist natürlich das. Sportler. Ist der Turner? Nee, Tuner. Nein. Was für Sportler gibt es denn noch? Turner passt ja nicht. Gucken wir erstmal hier. Oh Gott, was war denn nochmal? Sun war es nicht. Was war denn? Han? Nee. Jan? Oh, was war denn das nochmal? Pan? Mann? Nee. Ban? Wann? Ean? Tan? San? Uan? Ian? Oan? Pan? Nee, Pan hatte ich eh schon. Lan war es nicht. Kan? Han? Gan? Fan? Fan? Dan? Ach man, Dan, Dan. Ich muss mir das mal merken. Ein Grad beim Judo heißt Dan. Ich weiß nicht, also wenn ich mir jetzt einen Judoka vorstelle, der Dan heißt, vielleicht hilft das was. Oder auch nicht. Anbauen. Säen. So, das hier ist die Akte. Ein, N, Ern, Ern. Der fränkische Hausflur ist Ern. Ja. Stakete anscheinend. Tuner, echt? Ich muss gerade mal sagen, Tuner, Tuner, keine Ahnung, was ist ein Tuner? Ich guck da jetzt tatsächlich mal nach. Ich will das wissen. Also ich meine, das ist doch. Oh, nee, Turnen, Turnen. Ich krieg hier nur Turnen rein. Also, ich hatte letztens einen Kommentar. Und ja, ich meine wieder dich, T4. und zwar darüber, dass ja wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ein Algorithmus diese Sachen erstellt. Aber wenn man jetzt bei einem Sportler Tuner und nicht Turner dabei hat und auch hier irgendwas, irgendwo war was anderes, auf einmal Knust statt Knast für Brotkanten. Meine Theorie ist, da könnte immer noch ein Mensch dahinter stecken oder der Algorithmus ist irgendwie komisch und hat sich gedacht, ich krieg hier irgendwie nichts Vernünftiges raus, also nehme ich jetzt einfach mal einen Tuner als Sportler an. Ich finde nämlich nicht, dass Tuning zwangsläufig noch Sport ist. Im weitesten Sinne vielleicht schon. Ansonsten Tuner in einem anderen Sinne oder sowas. Scheint hier ja nicht, also die Google-Suche hat mir nur gesagt, dass ich was Falsches eingegeben habe.
Und dass es Turner hätte sein müssen. Keine Ahnung, auf jeden Fall, das Rätsel ist trotzdem gelöst. Also, ich kann auch mit merkwürdigen, mir unverständlichen Worten, kann ich was anfangen. So, dann gehen wir mal hier hin. Hoffentlich passiert hier nicht so was Ähnliches, weil sonst hätte ich ein großes Problem. Ach, Moment mal. Doch, das war richtig zu sehen, genau. Und das hier ist auch richtig zu sehen im Bild. Ja, sehr schön. Okay, dann versuchen wir es mal. Okay, den Buchstaben habe ich schon. Also hier weiß ich schon, was reinkommt. Okay, das weiß ich auch. Das weiß ich noch nicht. Okay, dann glaube ich, weiß ich auch, was hier hinkommt. Also mein Gedankengang ist, ich weiß, was das Wort ist. Und deswegen weiß ich, was das Wort ist. Aber dann müsste ich ja auch ungefähr wissen, was das hier für ein Wort ist. Und deswegen würde ich das jetzt mal schnell durchgehen. Ich weiß, was hier reinkommt. Das ist dann hier ein Hm, da ein Hm. Okay, ich weiß, was hier für ein Wort reinkommt. Alles klar, gut, sehr schön. Dann haben wir also diesen Buchstaben, wir haben diesen Buchstaben. Dieser hier ist auch klar. Mann, wie hieß die denn nochmal? Ah, okay, ja, ich glaube, ich weiß auch, was hier ist. Erste Frau. Ja. Erste Frau. Ist komisch. Ist wirklich komisch, was hier gemeint sein könnte. Schauen wir mal, ob ich das andere. Auspuffausstoß. Interessant. Würden mir zwei Wörter einfallen. Okay, da hätte ich jetzt auch was. Nee, doch nicht. Also ich weiß, was hier die 7 ist. Norddeutsch Hose. Bibelauslegung. Oh Gott, ey. Oh, ich werde schon wieder an diesem böhmisch-schlesisches Gebirge. Also an der 6 werde ich wahrscheinlich da, mir was ausdenken müssen. Felsstück. Das weiß ich noch nicht ganz, aber Laubbaum. Mehrzahl. Das könnte mehreres sein. Das weiß ich noch nicht. Das ist definitiv das. Oh, okay, ja. Das hatte ich. Ich brauche aber noch. Okay, das wird dann das sein. Das ist. Ein Himmelskörper, was könnte das noch sein? Vor allem einer mit dem Buchstaben an zweiter Stelle.
Uiuiui. Sicherheitssystem in PKWs, weiß ich. Sankt Wendel. Könnte STW sein, aber weiß ich echt nicht. Das ist ja super. 3 von 4 Himmelsrichtungen sind hier noch möglich. Oh Mann. Ein griechischer Berg, den kenne ich doch wieder nicht. Das Federvieh könnte alles mögliche. Huhnhahnente sein. Was ist denn ein Veloweg? Tatsächlich, oh, könnte 2 vielleicht doch noch was anderes sein? Also es würde so ein schönes Wort reinkommen, wenn 3 ein N wäre und sowas, aber ich glaube, ich werde mir mal einen Hinweis geben lassen und werde hier mal was eingeben. Okay. Gut. Das ist schon mal richtig. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, denn ich versuche mal was. Nee, es ist nicht die Ehe. Die erste Frau. Ach so, ach, jetzt weiß ich es auch, ja. Ich weiß aber trotzdem. Ich dachte jetzt die erste Ehefrau. Die ganze Zeit. Aber ja, gut. Gut, das macht einiges. Das macht Sinn, was es wirklich ist. Okay. Also, ich würde sagen, ich weiß immer noch nicht so ganz. Ich weiß noch nicht, was 6 ist. Tatsächlich. Ich versuche mal gerade die 6 durch ein paar Worte mir doch vielleicht noch irgendwo zu erraten. Weltalter ist die Ära. Oder auch nicht. Also ich hätte jetzt eigentlich gesagt, das wäre so, aber Äon? Äon, könnte man auch vielleicht, eventuell, ist nicht unbedingt falsch, würde ich jetzt einfach mal sagen. So, dann ist das natürlich das Umbringen, Töten. Einfach mal, machen wir das mal. Geben wir das mal ein, meine ich. So. Oh Gott. Ja, schön wäre es, wenn ich die Bibelauslegung jetzt schon kenne. Ängstlich, feige. Deutscher Autor. Goethe kann es nicht, oder? Warte mal. Goethe wird mit TH geschrieben. Brecht. Deutscher Autor. Könnte auch ein neuerer sein. Ich kenne nur die alten noch ein bisschen aus der Schule. Hülsenfrucht, Feldfrucht. Eine Feldfrucht. Gebaren weiß ich auch gerade noch nicht, aber ich weiß ja jetzt die. Da kommt bei der 5a hin. Das Notsignal ist SOS. Erproben ist testen. Das Feldstück könnte jetzt einfach nur Stein sein, und tatsächlich. Das Gebirge. Ihr kennt mich. Meine Geografiekenntnisse sind jetzt nicht so gut. So, außerdem, ich kann es auch gerne mal hier schon eingeben. Ärzte sind es hier. Und dementsprechend weiß ich noch nicht so ganz, was, je nachdem, was die 6 ist.
komme ich hier noch irgendwo weiter? Also, es wäre komisch, wenn das Wort jetzt Kurzart wäre, aber das Ding ist halt, es fehlt nur noch ein einziger Buchstabe. Kurzart, Kurzamt. Kurzabt. Also, mir würde alles dazu. Kurzakt? Also, Kurzakt würde mir vielleicht noch am ehesten, aber es klingt alles irgendwie. Naja, nicht so. So, Euer. Windschatten. Resete. Nee, me. He. Le. Natürlich, Windschatten, Le. Ach, das hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Luv und Le. Ich weiß jetzt nicht, ob es Ale war. Ja, Ale war's. Geheimnisbruch ist natürlich der Verrat. Das ist mir relativ früh bewusst gewesen. Okay. Ja, das Gebirge wird immer noch ganz schön nervig werden. Feldfrucht. Feldfrucht. Hülsenfrucht. Sind das. Also Hülsenfrüchte. Geht man da jetzt so von Nüssen zum Beispiel aus? Oder. Kastanien? Nee. Machen wir erstmal den Gag weiter. Das ist ein Witz. Federvieh. Ist weder. Ach, Moment, Himmelsrichtung. Hilft uns noch nicht so weiter. Versuchen wir mal. Sweden? Nein. Okay. Ja, dann wird es wahrscheinlich WND sein. Sankt Wendel hat WND. Okay. Veloweg ist Radweg. Wow. Wow. Ah, wir haben hier die Gans. Gut, jetzt weiß ich es auch. ZNS ist das zentrale Nervensystem. Obviously. Hier haben wir jetzt dann freigeschaltet Sweden. Oder Süden, wie man auch sagen würde. Parkraum. Gute Frage. Die Abfolge würde ich mal versuchen mit Serie und ist es auch. Und dann haben wir hier das ABS, aber das ist in dem Fall nicht gemeint. Okay. Der Parkraum ist die Garage. Oh Gott, eigentlich müsste ich hier diese Feldfrucht so langsam. Also das Einzige, was mir einfallen, was ich hier machen kann, ist Gerate. Gerste. Die Gerste ist es. Ah. Hülsenfrucht. Die Phrase kennen wir alle mit F statt PH. Nee, nee, machen wir mal weiter hier. Was gibt's denn noch außer Antiblockiersystemen? Den Gurt gibt es. Eine Arzneipflanze. Ist Anis eine Arzneipflanze? Oh! Ach, wie heißt denn das? AS. AS irgendwas. ASP. AST. ASR. ASR. Okay,
Ich habe keine Ahnung, was das für ein Sicherheitssystem war. Tatsächlich gerade. Was ist denn das ASR? Ich werde das wahrscheinlich wieder einblenden. Den Durchgang mache ich auf jeden Fall erstmal. Das ist die Passage. Und hier haben wir Abgas. Und na, Himmelskörper sind, ist eine Mehrzahl gemeint. Dann sind es Sterne. Und dann ist das Gebaren das Gewese. Hauptsache besser als das Verwese. So, und jetzt sind wir nur noch hier unten und haben immer noch das Problem mit dem deutschen Autor. Ach, wie hieß der nochmal? Nee, der definitiv nicht. Einer, der letztens wieder ein Buch rausgebracht hat. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Was könnte denn als Hose im Norddeutschen gemeint sein? Ich überlege gerade, was man da üblicherweise sagt. Böhmisch-Schlesisches Gebirge. Leider nicht mein Hauptfachgebiet. Norddeutsch-Hose, Norddeutsch-Hose. Grase, kennen wir alle. Nein. Trotzdem würde ich mich mal dafür interessieren. Warte mal. I, O, U, A? Nee. A, E, I und so weiter. Moment, ich probiere jetzt gerade noch mal alle von denen durch. A, E, I, O, U. Interessant. Was ist denn da überhaupt noch möglich? Ich habe gerade soeben alles durchgetestet, was nach einem zwischen einem R und einem S kommen könnte, zumindest laut. Moment, Q. Also ich gehe jetzt wirklich mal alle Buchstaben durch und gucke, bei welchem es nicht mehr rot ist. Wenn es natürlich überall rot bleibt, habe ich einfach nur einen Fehler im. Kreuzworträtsel. Ü geht sowieso nicht. Och, ich Depp. Ja. Das war die Erbse. Das macht ja auch wieder Sinn. Ich habe keine Ahnung. Okay. Ich habe auch hier wieder nicht. Kurzast wäre auch eine Möglichkeit. Hier wird es auch wieder darauf hinauslaufen. Kurzaxt. Oh! Ja, es ist mal wieder immer wieder erstaunlich, wie ich auf Wörter nicht komme, obwohl nur ein Buchstabe fehlt. Oh, mit Kurzaxt. Ja, sorry. Ich versuche meine Kreuzworträtsel und intellektuellen Tätigkeiten wahrscheinlich zu sehr von dem, was ich aus Computerspielen kenne, zu trennen und komme deswegen nicht auf so einfache Sache wie Kurzaxt. Wow. Und was auch immer jetzt die norddeutsche Hose ist, ich habe so keine Ahnung. Okay. Erstmal fangen wir an mit Vokalen am Anfang.
Okay, ist anscheinend nicht. Dann würde ich hier mal weitermachen. A. Ah, okay, also ja, mit dem habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Mein Fehler. Ich vermute mal, hier wird ein Hermann Hesse gemeint sein. Ja, könnte. Und das böhmisch-schlesische Gebirge, das, oh, wird mich noch richtig beschäftigen. Mal gucken, ob wir. Büx? Okay, ja. Ich hatte die ganze Zeit so an sowas gedacht wie Buchse, aber. Oh Gott. Bei Büx hätte ich jetzt bald eher an Kölsch gedacht und weniger Norddeutsch tatsächlich. Okay, alle Buchstaben, die ich eingetragen habe, schon mal falsch. Der ist richtig. Nee, das erste. Nee, jetzt ist das doch falsch? Ja, ist das nur falsch oder ist das nur richtig? Gute Frage. Jetzt sind die doch alle wieder falsch. Merkwürdig. Doch bestimmt auch wieder falsch. Ja. Holy Guacamole, ich glaube, mein Kreuzworträtsel will mich da nicht haben. An dieser Stelle. Ups. Das war nicht gemeint. Das war, ich wollte einen Stein haben. Holy shit! Schnitt, bitte, rausschnitt. Nein, und zwar natürlich. Tatsächlich, ich wusste nicht, dass es sich dabei um ein Gebirge handelt. Aber ja, vom Sudetenland habe ich auch schon hier so von, also ich habe davon schon mal so gehört. Ich dachte immer, da ging es um so eine Art Volk oder so. Aber schön gelernt. Also die Sudeten, wie es aussieht, würde ich jetzt mal vermuten, das ist also ein böhmisch-schlesisches Gebirge. Ah, wieder was gelernt, wieder mal eine Verbindung hergestellt zu einem Wort, was bekannt war, aber nicht unbedingt. So, die Bedeutung dahinter. So. ASR werde ich auf jeden Fall mal heute einblenden. Gerste brauchen wir nicht, Erbse brauchen wir nicht. Griechisches Gebirge, griechischer Berg Ida. Vielleicht mal im Hinterkopf behalten, wenn es nochmal kommt. Exegese ist eine Bibelauslegung. Okay, ich würde das jetzt einfach mal so stehen lassen. Genau. Und wir haben natürlich die Kurzaxt nicht. Also ich habe die Kurzaxt nicht rausbekommen. Och Gott. Das hätte aber auch alles sein können, obwohl die Kurzaxt immer noch ja am sinnvollsten ist von allem, was man hätte eintragen können. Aber man könnte auch sicherlich ein Kurzamt, einen Kurzast haben. Ich versuche mich hier gerade rauszureden, dass ich das nicht rausgekriegt habe. Es ist dann halt so. Es ist halt so. So, wie lange ist denn das Video schon? Oh, schon so lang. Mensch, Mensch, Mensch. Da habe ich heute aber für dieses hier doch ein bisschen zu lange gebraucht. Ich hoffe, das wird das nächste Mal besser.
Und ich freue mich, Sie dann das nächste Mal wieder begrüßen zu dürfen. Huch! Ja. Na gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.